Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 16, Bestellung des Hauptausschusses. Nach Artikel 93 der Verfassung des Landes Hessen bestellt der Landtag einen ständigen Ausschuss, den Hauptausschuss. Nach dem geänderten § 6 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtages besteht der Hauptausschuss aus 22 Abgeordneten, die nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zu wählen sind. Nach § 6 Absatz 2 der Geschäftsordnung ist eine Vertretung der ordentlichen Mitglieder nur durch die vom Landtag gewählten stellvertretenden oder weiteren stellvertretenden Mitglieder möglich. Hierzu liegen Ihnen 5 Wahlvorschläge vor. Bevor wir zur Abstimmung kommen, möchte ich noch mal das Verfahren bei der Verhältniswahl kurz erläutern. Jede Abgeordnete kann nur einem der 5 Wahlvorschläge zustimmen. Jeder der Wahlvorschläge besteht aus 3 Spalten, die nacheinander abgestimmt werden. Die erste Spalte bilden die Mitglieder, die zweite Spalte die stellvertretenden Mitglieder und die dritte Spalte die weiteren stellvertretenden Mitglieder. Sie haben für jede Spalte eine Stimme. Wenn Sie den Wahlvorschlag Ihrer Fraktion unterstützen wollen, dürfen Sie daher auch nur den jeweiligen Spalten des Wahlvorschlags Ihrer Fraktion zustimmen. Wie mit den Fraktionen vereinbart, erfolgt die Wahl offen. Ich frage daher noch mal, ob der Wahl durch Handzeichen widersprochen wird. Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wir beginnen mit dem Wahlvorschlag der Fraktion der CDU, Drucksache 21/16. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die also in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag der CDU mit der Drucksache 21/16 linke Spalte zustimmt, bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind 52 Stimmen. Also das kann ich jetzt schnell erkennen, weil alle anwesend sind und ich die Zahl kenne. Ich stelle damit fest, damit sind die Mitglieder der CDU gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der CDU mit der Drucksache 21/16 mittlere Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind ebenfalls 52 Stimmen. Dann sind auch die stellvertretenden Mitglieder der CDU gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der CDU mit der Drucksache 21/16 rechte Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Auch das sind 52 Stimmen. Dann sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder gewählt. Es folgt der Wahlvorschlag der Fraktion der AfD. Drucksache 21/17. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag der AfD mit der Drucksache 21/17 linke Spalte zustimmt, bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind 28 Stimmen. Damit sind die Mitglieder der AfD gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der AfD mit der Drucksache 21/17 mittlere Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Auch das sind erneut 28 Stimmen. Damit sind auch die stellvertretenden Mitglieder der AfD gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der AfD mit Drucksache 21/17 rechte Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind erneut 28 Stimmen. Auch damit sind dann die weiteren stellvertretenden Mitglieder der AfD gewählt. Als nächstes folgt der Wahlvorschlag der Fraktion der SPD, Drucksache 21/18. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag der SPD mit der Drucksache 21/18 linke Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind 23 Stimmen. Dann sind die Mitglieder der SPD gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der SPD mit der Drucksache 21/18 mittlere Spalte zustimmt, bitte ich nun um sein Handzeichen. Auch das sind 23 Stimmen. Dann sind auch die stellvertretenden Mitglieder der SPD gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der SPD mit der Drucksache 21/18 rechte Spalte zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind erneut 23 Stimmen. Dann sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder der SPD gewählt.
Nun kommen wir zum Wahlvorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 21/19. Ich lasse zunächst über die Mitglieder, die in der linken Spalte aufgeführt sind, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 21/19 linke Spalte zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Warum ist denn da ein Platz? Ach so, klar, natürlich. Ich wollte mal sicher gehen, aber genau. Hier wird auch teilgenommen. Also 22 Stimmen. Ich will nur, dass alles hier korrekt läuft. Damit sind auch die Mitglieder der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Als stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der mittleren Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 21/19 mittlere Spalte zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind erneut 22 Stimmen. Dann sind auch die stellvertretenden Mitglieder gewählt. Als weitere stellvertretende Mitglieder werden die Damen und Herren in der rechten Spalte vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 21/19 rechte Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind 22 Stimmen. Damit sind auch die weiteren stellvertretenden Mitglieder von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gewählt. Dann folgt der Wahlvorschlag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 21/20. Ich lasse zunächst über das Mitglied, das in der linken Spalte aufgeführt ist, abstimmen. Wer dem Wahlvorschlag der Freien Demokraten mit der Drucksache 21/20 linke Spalte zustimmt, den bitte ich um sein Handzeichen. Das sind 8 Stimmen. Damit ist das Mitglied der Freien Demokraten gewählt. In der mittleren Spalte wird das stellvertretende Mitglied vorgeschlagen. Wer dem Wahlvorschlag der Freien Demokraten mit der Drucksache 21/20 mittlere Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind erneut 8 Stimmen. Dann ist auch das stellvertretende Mitglied der Freien Demokraten gewählt. Ich lasse nun über das weitere stellvertretende Mitglied, das in der rechten Spalte aufgeführt ist, abstimmen. Und da fragen, wer dem Wahlvorschlag der Freien Demokraten mit der Drucksache 21/20 rechte Spalte zustimmt, den bitte ich nun um sein Handzeichen. Das sind erneut 8 Stimmen. Damit ist auch das weitere stellvertretende Mitglied der Freien Demokraten gewählt. Ich stelle nun abschließend fest, der Hauptausschuss ist damit nach Artikel 93 der Verfassung des Landes Hessen bestellt.